Und jetzt kommt gar keine Folie mehr, Caro. Ja. Wie kommt denn das? Das liegt daran, dass wir hier links schon etwas ganz Besonderes in der Luft sehen, was wir jetzt gleich vorgestellt bekommen. Und zwar das Projekt Milus. Das Projekt Milus von Tobias, Lukas und Anouk. Und Hanna und Claudia, die gerade irgendwo unter den zahlreichen Aufstehenden waren, sind die Mentorinnen dieser Gruppe gewesen. Und die präsentieren als erstes ihr Projekt. Viel Spaß. Applaus. Milus, das sind unsere wunderschönen Mini-Luftschiffe. Warum machen wir das? Erstmal braucht jeder Vortrag ein Zitat, weil jeder gute Vortrag mit einem Zitat anfängt, wie wir es in der Schule gelernt haben. Und das ist, wir wiegen alles ab und schauen, was wir absägen müssen. Das war das Motto, nachdem wir dieses Luftschiff gebaut haben. Und in die Richtung habe ich nicht gedrückt. Und das, finde ich, ist uns ganz gut gelungen. Also vorher, nachher, man beachte den Größenunterschied und wie ordentlich es ist. Warum mache ich immer dieses Knopf? Warum machen wir das? Flugzeuge verbrauchen ziemlich viel Kerosin, das ist nicht besonders umweltfreundlich und brauchen viel Energie zum Abheben. Das heißt, je größer, desto teurer. Auch Quadrocopter sind zwar schnell, aber sie müssen sich selbst halten. Also es ist immer noch ein hoher Energieverbrauch und es spielt nicht immer eine Rolle, wie schnell man ist. Wie jeder weiß, der schon mal aus China direkt sowas wie mit Alibaba oder so bestellt hat. Manchmal ist langsam auch ausreichend, wenn es dadurch umweltfreundlicher und billiger ist. Ja, deshalb nehmen wir Luftschiffe. Und die wollen wir natürlich steuern. So ein Motor sieht im Grunde so aus, also hat zwei Kontakte. Das heißt, Strom dran, dann ist er an, Strom weg, dann ist er aus. Wenn wir langsamer fliegen wollen, dann müssen wir die ein bisschen an- oder ausschalten, also manchmal mit anderen Worten. Das sieht dann so aus, wenn das eine Lampe wäre, müsst ihr es vorstellen, dass es nicht nur blinken ist, sondern immer schneller flimmern, so lange bis es verschwimmt und dadurch nur die halb so hell ist oder ein Viertel in diesem Fall. Dasselbe geht auch mit Motoren, das haben wir im Grunde gemacht. Ja, wir haben mal diesen wunderschönen Mikrocontroller genutzt und wir haben Python genutzt und die Ansteuerung. Genau. Ich war verantwortlich dafür, dass man mit diesem Mikrocontroller kommunizieren kann und dass man dann auch die Motoren steuern kann. Zur Kommunikation lief das dann so ab, dass der Mikrocontroller ein WLAN-Netz öffnet und mit dem verbindet man sich dann halt und kann dann über eine Webseite das Ganze steuern. Das sieht dann halt so aus und die Besonderheiten dabei waren halt, dass halt auf einem Mikrocontroller kann man nicht so einen klassischen Webserver installieren wie Apache oder so, sondern man muss halt sehr rudimentär arbeiten, weil der halt nur sehr wenig Leistung hat. Und auch das Webinterface, wie man sieht, ist jetzt nichts Besonderes, aber es funktioniert. So, wer bin ich? Ich bin der, der Dinge in die Luft jagt. Also im Endeffekt, ich bin der Bastler und noch was, wir durften keinen Wasserstoff verwenden. Dank über vorsichtigen Mentoren. Ja. Zum Anfang mussten wir alles planen und auch ein 3D-Modell in Blender vorbereiten. Das habe ich gemacht. Das haben wir dann natürlich auch gedruckt. Na, beim ersten Mal funktioniert es allerdings nie, also gab es auch ein paar Fehldrucke, unter anderem Probleme mit der Skalierung. Ja. Nachdem das Gehäuse fertig war, war es dann Zeit für die Elektronik. Für den Heckmotor mussten wir insbesondere noch, da der ja sich die Drehrichtung ändern musste, eine Haarbrücke bauen. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Schalterkonvolut rund um den Motor. Ja. So. Was dann noch fehlte, war der Ballon und alles mit den Batterien zusammenbauen und ein bisschen Helium rein. So. Und dann waren wir bereit zum Fliegen. So, wenn ich bitten darf. Ja, ich öffne jetzt diese Webseite. Also ich verbinde mich jetzt mit dem Handy, mit diesem Netz, was der Mikrocontroller, der da unten dran klebt, aufbaut. Und dann kann ich
über den Firefox habe ich dann halt einfach diese Seite, die wir auch gerade eben in der Präsentation gesehen haben. Und wenn ich da halt jetzt die Power hochstelle, hören wir, der Motor fängt an sich zu bewegen. Aber es ist noch nicht alles ganz richtig, aber es bewegen sich zumindest schon mal die ersten Motoren. Ja, und wir hoffen eben mit diesem Projekt Aufmerksamkeit für das Modell Luftschiffe zu erwecken, beziehungsweise wieder zu erwecken, da es wirklich eine sehr coole Art der Fortbewegung ist, wie ich persönlich finde.